Hallo, Frau Kuzia. Sie haben uns vorhin sehr anschaulich erzählt, dass ein ehemaliger Betreuer von Ihnen aus Torgau letztes Jahr verstorben ist. Ja. Und haben, also ich habe Sie dabei beobachtet und Sie haben die Hände gefaltet und in Richtung Himmel geguckt. Danke, ja, das ist richtig. Sind Sie ein religiöser Mensch? Nein, überhaupt nicht. Das war ja in der DDR-Zeit, war ja Religion Staatsfeind Nummer eins. Und dadurch, dass ich ja sehr lange in diesen Einrichtungen war, war das natürlich überhaupt kein Thema. Hm. Und im Nachhinein, das spätere Leben, das Funktionieren, da gab es keinen Platz und auch kein Interesse dafür. Es fängt jetzt langsam an, dass ich mich für einige Sachen interessiere. Hier ist es einfach nur, dass ich wirklich sage, danke, dass hier endlich ein Mensch weggenommen ist, der niemandem mehr wehtun kann. Hatten Sie denn die Möglichkeit, mit Ihrem Peiniger, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, für Ihre Tortur durch sämtliche Einrichtungen in der DDR, mit dem nochmal ein Wort zu wechseln? Der für alle Einrichtungen zuständig war? Nein, der für Ihre Tortur ja auch maßgeblich verantwortlich ist. Also hatten Sie die Nein. Möglichkeit, mit Nein. diesem Menschen nochmal zu ich reden? Ich habe einmal den Versuch unternommen, eine Erzieherin aus Togo nochmal zu interviewen, als mich ein ZDF-Team fragte und die gleich neben Togo in dem nächsten Ort arbeitet im Altersheim heute noch als Leiterin. Wir sind dann hingefahren und ich wusste, ich gehe hier über meine Grenzen innerlich. Mhm. Aber wir haben es geschafft bis zu dem Leitungsbüro und dann ist die Frau verschwunden, weggerannt wirklich. Wir sind aus dem Haus gejagt worden, weil die Schüler immer wieder fragen, haben Sie denn nicht so, oh, ich würde jetzt gerne da hinfahren und den eine raufhauen. Ist ja eine ganz normale Reaktion eigentlich, wenn einem jemand wehtut, sich zu wehren. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich sie hätte fragen wollen. Da war einfach nur dieses riesengroße Warum im Kopf. Und aber die Möglichkeit gab es leider nicht. Also weder für den Betreuer noch für die andere Betreuerin. Und aber wenn Ihnen keine Frage einfällt, die Sie sozusagen abschließend hätten, empfinden Sie denn so etwas wie trotzdem wie Rache? Nein. Ich kann nicht mal hassen. Es war schon sehr schwer mit meiner Therapeutin zu erarbeiten, ab und zu mal wütend zu werden. Das ist so gebrochen und genommen worden. Ich kann heute noch nicht hassen und auch ganz selten wütend sein. Danke.